eigentlich gehen die Herzen erst auf, wenn man auch lachen kann. Es ist eine schöne Sache, dass hier Homo und Heterosexuelle zusammen sind, dass sie alle viel Spaß haben. Ja, der Come Together Cup für mich ist viel gute Laune, viele nette Leute. Außerdem ist es immer wieder interessant, weil hier ja auch Mannschaften auftreten, die wirklich Spaß haben und auch viele Frauenmannschaften. Aber es ist halt einfach ein Fußballturnier, wo Schwule, Lesben, Heteros und alle mitspielen. Ja, was halt Gott sei Dank einfach immer bekannter und größer wird. Ich finde es geil. Von Anfang an bin ich dabei. Und ich bin stolz darauf, dass in Köln so etwas stattfindet, sozusagen als Signal in die ganze Bundesrepublik. Langsam hat mich der Virus auch selber so infiziert, muss ich sagen. Und wir waren letztes Jahr schon dabei als Schwusos. Ich sag mal, erstmal ist natürlich sehr viel Spaß, ein schön aufgezogenes Turnier. Und ich sag mal, die Sache kann man auch unterstützen. Ne? Das ist eine gute Sache, das ist eine Benefizsache, das ist ein Fairplay. Ja, Event, und das ist sehr schön, und ich finde, das muss man unterstützen, auf jeden Fall, auch für die Community als solche. Das Motto ist ja raus aus der Ecke. Leider ist ja der Fußballsport doch ein bisschen prollig. Und wenn man sich jetzt outet, kann das natürlich zu sehr, sehr gehässigen Fangesängen kommen, was sehr, sehr schade ist. Also ich stelle es mir auch schwer, als schwuler Fußballer sich zu outen zum Beispiel. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sich mal jemand traut, der hat es ganz schön schwer. Und das finde ich sehr schade. Ja, das tut mir auch leid, dass die das nicht öffentlich bekennen können oder wollen. Ich denke, da geht es um viel Geld. Ich finde immer, schwul oder lesbisch zu sein, ist weder eine Qualifikation noch ein Makel. Und es ist auch niemals spielentscheidend. Köln ist ja ohnehin eine tolerante Stadt, und Köln ist die Hochburg der Schwulen und Lesben, und ich denke, hier hat sich schon viel verändert, unter anderem auch, weil es Prominente gibt, die für dieses Thema eintreten und die zeigen, wie selbstverständlich und wie wunderbar das Zusammenleben geht. Früher war es ja so, dass der ist auch dabei, ist der möglicherweise auch schwul, das ist heute nicht mehr so. Insofern hat sich schon was geändert. Die Leute zelebrieren das auch, die wollen auch tolerant sein. Und die finden das auch, dass das ein guter Charakterzug ist. Und Weltoffenheit, das sind alles Attribute, die den Kölner auszeichnen und die er mag und möchte. Das ist das Hauptmerkmal bei diesem Turnier, Fußball mit Toleranz. Deswegen auch dieser ganze Fairplay-Charakter. Ja, ich glaube, dass der Fußball natürlich ein absoluter Türöffner ist für Themen. Ja, wenn ich nicht tolerant wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Also. Wobei Toleranz ist der Anfang. Akzeptanz ist eigentlich nochmal der weitere Schritt, um dann wirklich auch verankert zu sein. Es ist immer noch nicht anerkannt, und bei vielen immer noch so, hat man so ein Gefühl, auch gerade bei älteren Leuten, als wenn es eine Krankheit wäre, ne? Und die nicht heilbar wäre oder sowas. Ne? Und deswegen verstehe ich, das ist mir eigentlich ein Rätsel. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, auch meinen Kindern zu sagen, wie gesagt, bewertet den Menschen nicht nach dem, wie er geschlechtlich ist, wie er aussieht, was er für eine Hautfarbe hat, sondern so, was er für einen Charakter hat, und das ist das A und O. Also, weil genau das hat ja was mit dieser Toleranz zu tun, wenn die nicht im Elternhaus anfängt. Klar, wäre es in der Schule schön, aber anfangen muss man doch schon viel früher. Also bei den Nicht-Schulkindern und Eltern müssen das ja genau das vorleben. Also ein herzliches Willkommen im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Im Rahmen der Wertorientierung spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle, wie ich mich verhalte, wenn es Fälle von Diskriminierung im Fußball oder im Sport allgemein gibt. Und da habe ich eine völlig klare Position dazu. Denen dürfen wir keinen Raum geben. Der Fußball hat eine Chance. Mit der Kraft, die in ihm steckt, nämlich eben nicht auszugrenzen. Wenn man diese Kraft nutzt, hat der Fußball eine ganz, ganz große gesellschaftliche und damit auch politische Bedeutung. Also
Also ich würde mir wünschen, dass sich vielleicht doch noch mal wieder mehr Leute engagieren. Und dass niemand Angst haben muss zu sagen, ich bin schwul oder ich bin nicht schwul, sondern dass einfach von solch einem Cup wie heute auch, wie diese Bereitschaft da ist, frei und offen miteinander umzugehen. Dass es halt irgendwie einfach ein Stück weit Normalität wird und dass man halt irgendwie als lesbisches Paar leben kann und wer halt irgendwie, vielleicht auch wenn man Kinder hat, als Familie gesehen wird und jetzt nicht als Lesben mit Kindern zum Beispiel. Ich hoffe, dass es irgendwann auch so weit ist, dass jeder jeglicher Lebensform nachgehen kann und trotzdem Profi ist. Kommt zum Come Together Cup. Nächstes Jahr, großes Jubiläum.